Wie kann ein potenzieller Kunde auf ein Produkt aufmerksam gemacht werden? Gibt es eine Möglichkeit, einen Stand an einer Messe oder einem Event spannender zu gestalten? Wie kann man einen Kunden im Laden an einem Spiel teilnehmen, wo er auch etwas gewinnen kann? Eine einfache Möglichkeit bietet zum Beispiel ein traditionelles physisches Glücksrad. Doch die müsste man jedes Mal mieten und je nach Größe verhöht sich auch der Transportaufwand. Aber auch Bereiche wie die Anzahl und Gestaltung der einzelnen Felder sind eingeschränkt. Zudem muss die Beschriftung des Gewinns, wenn sich Preise ändern, auf eine billige Art angepasst werden. Darum bietet Content Makers ein digitales Glücksrad an. Dabei kann das Glücksrad nach einem firmenspezifischen Corporate Design gestaltet und angepasst werden. Zudem wird der Transportaufwand signifikant verringert und die einzelnen Gewinnfelder können zum Beispiel je nach Promotionsprodukt oder Saison angepasst werden. Außerdem ist die Gestaltung des Glücksrads völlig frei. Sollte zum Beispiel der Hauptgewinn rausstechen, kein Problem. Das Glücksrad von Content Makers kann über ein Touch-Display bedient werden oder wenn kein Touchscreen zur Verfügung steht, auch per Mausklick. Bekanntlicherweise ruft ein erfolgreiches Gewinnspiel beim Kunden das Glücksgefühl aus, das die Sympathie zum Unternehmen erhöht. Gratuliere, du hast nur das Beste gewonnen! Wenden Sie sich an uns für eine Offerte oder ein Musterbeispiel. Jetzt sehen wir Videogang Best of Sendung 2021, Teil 4. Ich bin Nico und ich begleite euch durch die Sendung. In dieser letzten Sommer Best of 2021 Sendung findest du Berichte über Handysucht, Brot und die verschiedenen Generationen. Fangen wir doch gerade mit dem ersten Bericht an. Es begleitet uns jeden Tag. Es ist aus unserer modernen Welt gar nicht mehr wegzudenken. Das Handy. Aber ist das Handy nur ein täglicher Begleiter oder ist beim einen oder anderen eine Handysucht vorhanden? Unter Handysucht versteht man einen zwanghaften Drang, sein Handy zu bedienen. Man hat Angst, etwas zu verpassen, auch FOMO, the Fear of Missing Out genannt. FOMO wird auch als die erste Social-Media-Krankheit bezeichnet. Ein Grund, wieso das Handy so süchtig macht, ist, dass während der Nutzung Dopamin ausgeschüttet wird. Dopamin stimuliert unser Belohnungssystem und sorgt für ein echt tolles Gefühl der Zufriedenheit. Soweit ist das nicht tragisch. Unser Belohnungssystem wird auch bei alltäglichen Ereignissen wie Sex, feinem Essen oder beruflichem Erfolg aktiviert. Unser Handy kann uns einen unglaublich hohen Dopaminkick geben. 10-mal mehr als bei feinem Essen. Das kann so weit gehen, dass wie bei Drogen mehr Dopamin als normalerweise ausgeschüttet wird. Das löst den extremen Drang aus, sein Handy zu checken. Dein Körper will schließlich mehr von diesem tollen Gefühl. Experten vermuten, dass der hohe Dopaminspiegel mitverantwortlich ist, dass Menschen weniger Sex haben, da der Kick vom Handy grösser ist als der vom Sex. Merkmal von einem Überkonsum: gedankliche und emotionale Eingenommenheit. Es gibt Phasen, wo die Betroffenen sich eigentlich auf die Arbeit konzentrieren sollten, aber die Gedanken um die WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Posts beschäftigen sie mehr. Entzugserscheinungen. Viele Handybesitzer werden nervös, wenn sie es daheim liegen lassen oder der Akku leer geht. Wenn sie aber mit Auswirkungen wie Schweißausbrüchen, starker Nervosität oder Unruhe zu kämpfen haben, weil sie gezwungen werden, ohne Handy auszukommen, ist das ein starkes Indiz dafür, dass sie ihren Konsum nicht mehr hundertprozentig unter Kontrolle haben. Steigerung von der Häufigkeit. Früher haben sie nur ab und zu nach ihrem Handy gegriffen und heute haben sie ständig den Drang, es zu machen. Wenn sie dem Drang nicht nachgehen, werden sie unzufrieden. Wenig Interesse an anderen Aktivitäten. Falls sie ihre Freizeit anders gestaltet wegen ihrem Handy, ist das ebenfalls eine Warnung. Sie hängen lieber am Handy, als mit Freunden rauszugehen und haben früher regelmässig ein Hobby betrieben, aber machen das nicht mehr, weil es verlockender ist, am Handy zu sein. Exzessive Nutzung trotz negativer Konsequenzen.
Ihnen fällt auf, dass sie körperliche Symptome haben, wenn sie zu lange an ihrem Handy sind. Trotzdem können sie es nicht weglegen. Obwohl sie übermüdet und erschöpft sind, surfen sie bis in die Nacht. Negativer Stimmung entkommen. Sie quälen Probleme oder schlechte Gedanken, die sie nicht ruhen lassen. Sie greifen zu ihrem Handy und fliehen, um sich abzulenken. Falls du dich bei den vorherigen Punkten angesprochen gefühlt hast, sind da noch einige Tipps und Tricks, wie du versuchen kannst, deinen Handykonsum zu normalisieren. Langsame Entwöhnung. Bekämpfe deine Handysucht Schritt für Schritt. Nimm dir vor, nur noch alle 10 Minuten drauf zu schauen, nachher nur noch alle 20 und dann alle 30 und so weiter. Der Entwöhnungsprozess dauert lang, aber so kannst du deinem Kopf klar machen, dass du es auch ohne schaffst. Du musst nur stetig die Phase ohne das Handy verlängern. Zeitlimite für Apps. Um deinen Konsum wieder kontrollieren zu können, hilft es, eine App installieren, bei der du Zeitlimite für gewisse Apps einstellen kannst. So kannst du einstellen, dass du nach einer halben Stunde die App für den Rest des Tages nicht mehr benutzen kannst. Schalt dein Handy aus. Das Handy ist in unserem Alltag so integriert, dass wir es gar nie abstellen, so als wäre die Funktion nicht existent. Mit der Ausschalttaste kommt die Befürchtung, im Netz in Vergessenheit zu geraten. Diese Auszeit lehrt uns, dass das Handy kein lebenswichtiges Organ ist. Das Handy auf Grau schalten. Handys haben die Funktion, ihren Bildschirm in Graustufen darzustellen lassen. So wird die Benutzung auf Dauer anstrengender für die Augen und so auch weniger attraktiv. Jetzt weißt du, ob dein Konsum problematisch ist und wie du ihn reduzieren kannst. In diesem Bericht habe ich nicht von den negativen Auswirkungen von Strahlen geredet. Vergiss nicht, die permanente Bestrahlung ist für den Körper nicht gesund. Wenn Männer ihr Handy dauerhaft im Hosensack tragen, kann das sogar zu Unfruchtbarkeit führen. Also lass am besten dein Handy nicht direkt neben dem Bett, noch besser in einem anderen Zimmer. Wie erkennt man frisches, gutes Brot? In der Vivian Bericht über Brot findest du die Lösung dazu. Für die Aufschrift Frischbacken oder Ähnlichem erwartet man doch meistens ein Leibbrot. Diesen Teig nach der Fertigstellung backen und dann direkt in Verkaufskreise geleitet wird. In der Realität wird der Teig vor dem Backprozess häufig schockgefroren, also innerhalb Minuten auf die gewünschte Temperatur abgekühlt. So kann man vorproduzieren, lagern und bei Bedarf fertig backen. Die Bäckerei Konditorei Ernst Hotz AG, bei der wir filmen durften, stellt nicht alle Backwaren selber her. Zusätzlich friert sie auch gewisse Backwaren ein. Doch das hat seine Gründe. Wir haben eine Sorte Brot, die wir nicht selber herstellen. Und das ist ein glutenfreies Brot. Glutenfreies Brot bedeutet, dass kein Gluten in dem Brot drin sein darf. Und wenn wir Mehlstau bei der Produktion haben, dann können wir das nicht gewährleisten. Darum tun wir das glutenfreie Brot einkaufen. Also bei uns gibt es Gipfeli, die wir als Teigling so gefrieren und das auch in jeder Filiale so liefern. Und dann tut jede Filiale jeden Tag vor Ort 4 bis 5 Mal am Tag frische Gipfeli backen. Und so hat der Kunde immer eine warme Gipfeli, die er zum Morgen mit Heini oder auch sonst den Tag tun kann. Ich habe gehört, dass man Brot nicht mehrmals eingefrieren sollte. Stimmt das Gerücht? Also man sollte das Brot nicht eingefrieren, auftauen, nochmal eingefrieren, nochmal auftauen. Das tut einfach die Qualität des Brot mindern und das wäre einfach schade. Denn im Tiefkühler trocknet das Brot aus und drinnen bröckelt ab. Die Realisation von frischem, hausgemachtem Bäckerbrot ist nicht wirklich einfach. Das Wichtigste bei der Brotherstellung ist,
dass man wirklich dem Teig die nötige Zeit lässt. Wir müssen schauen, dass man die richtigen Komponenten zuerst einmal zusammenwägen tut, dann dem Teig die nötige Zeit lässt zum Ruben und nachher richtig aufgehen lassen und richtig backen tut. Und dann hat man ein perfekt feines Brot. Was ist der Unterschied zwischen dem frischen und dem ofenfrischen Brot? Ein frisch selber gemachtes Brot bedeutet, dass man Mehl, Wasser, Hefe, Salz wirklich zu einem Teig knetet, den ruben lässt, das Brot aufschaffen tut und backen tut. Und ein anderes Brot ist, wenn man es vorproduziert hat, vorbacken hat und dann am Schluss nur noch fertig backen tut. Man sieht die Ruhezeit vom Brot an den Luftlöchern an. Je unregelmäßiger die Grösse der Löcher ist, desto länger konnte das Brot ruben. Wie sollte man ein Brot am besten aufbewahren, damit es möglichst lang genießbar bleibt? Brot tut man am besten aufbewahren, indem man es in einen Jutesack zum Beispiel rein tut. Also nicht in einen Plastiksack rein, sondern in einen Stoffsack rein. Und dann in einer Brotbox rein hat. Und dann ist ein frisch gebackenes Brot sicher 2 Tage haltbar. Jedem Brotverkäufer bleibt am Abend Brot übrig. Auch von der Bäckerei Hotz. Wir haben natürlich Brot, das wir nicht verkaufen können. Das geht bei uns, während die gesammelt. Und einmal in der Woche kommt ein Bauer und tut die als Tierfutter trocknen lassen, zuerst die alten Brot und dann den Tier verfuttern. Also bei uns wird kein Brot vorgeworfen. Andere Bäckereien wiederum spenden das alte Brot, verkaufen es billiger oder geben es in die Biogasanlage. Man könnte einfach seine Augen nach Kleindrucktem auf den Etiketten richten. Ob es nötig ist, Brot aus dem Ausland einzukaufen, ist jedoch fragwürdig, da der Import die Umwelt belastet. Ein Blick auf die Etikette und du erfährst, wo und wie das Brot hergestellt worden ist. Vielleicht gehören deine Eltern oder sogar deine Großeltern zu der Generation Babyboomer. Kennst du den Begriff? Falls nicht, erklärt dir Latifa die Generation ihrem nächsten Bericht. Den meisten von uns sagt der Begriff Generationen etwas. Wir, unsere Eltern, dann Großeltern und so weiter. Ursprünglich hat Karl Mannheim damals im Rahmen seiner Wissenssoziologie 1928 diesen prägenden Begriff erfunden. Es funktioniert so. Das Wort Generationen beschreibt Menschen einer gewissen Altersgruppe, die durch dieselben Ereignisse geprägt wurden, sei es historisch wie auch kulturell. Wann welche Generation anfängt und wann sie aufhört, ist je nach geografischer Platzierung anders. Was ich dir zeigen werde, sind die ungefähren Zeitrahmen. Hauptsächlich spielen aber die Ereignisse darin eine Rolle. Die erste Generation sind die sogenannten Traditionalisten, geboren zwischen 1920 und 1945. Großteils haben sie das Ende des Ersten Weltkriegs mitbekommen, wie auch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Diese Generation hat deshalb viele Traumata. Und viele von ihnen sind ohne Vater aufgewachsen. Das sorgt für viel Verantwortung in der Familie und Bewusstsein für das materielle Leben. Dazu sorgten damals die kulturellen Prinzipien für Hierarchie und Loyalität. Zwischen 1945 und 1964 lebten dann die uns allen bekannten Boomers. Babyboomers. Wieso sie so bekannt sind, erklärt der Name von selbst. Es ist der geburtenreichste Jahrgang. Aufgrund der vielen Verstorbenen während dem Krieg dachte sich diese Generation, das holen wir doch nach. Sie sind bekannt dafür, altmodische Äußerungen zu machen. Nicht, dass alle so sind, versteht mich nicht falsch. Aber so entstand der virale Begriff Okay Boomer. Nach ihnen kam dann die Generation X, wieso auch immer sie so genannt wurde. Auch sie haben die Folgen vom Krieg zu spüren bekommen und wurden durch die Wirtschaftskrise und eine aufkommende Entscheidungskrise sehr geprägt.
Diese Generation ist zwischen 1964 und 1973 geboren. Und es herrschte viel Arbeitslosigkeit in diesen Jahren. Und daher ist dieser Generation ihr Job und Geld sehr wichtig. Sie sind auch die Ersten, die damals realisiert haben, was für eine Rolle noch der Umweltschutz spielen wird. Nach X kommt der Buchstabe Y. Und so heißt auch die darauf folgende Generation. Mit den Jahren, die vergingen und den Versuchen, die Wirtschaft zu retten, folgten auch große Fortschritte in der Technologie. Denn die sogenannten Millennials, die zwischen 1980 und 1993 geboren sind, haben diesen Fortschritt durch den Internetboom und der Globalisierung in vollen Zügen miterlebt. Im Gegensatz zu den anderen Generationen stieg hier auch das Bildungsniveau an. Millennials sind bekannt dafür, abenteuerlustig zu sein. Sie geben gerne ihr Geld für Freiheit und Reisen aus. Plus, sie haben das Homeoffice entdeckt und sind daher eine sehr selbstständige Generation. Und zum Schluss kam dann Generation Z. Diese Generation wurde 1994 bis unbekannt geboren. Manche reden von 2010, andere reden davon, dass sie bis heute anhielt. Aber auch genannt wird diese Generation die YouTube-Generation. Sie wurde vollständig im technologischen Zeitalter, im Kampf gegen den Terrorismus und im Multikulturalismus geboren. Sie gilt als die aufgeschlossenste Generation und ist daher die erste echte globale Kultur, da ihre Merkmale und Trends auf der ganzen Welt einheitlich sind. Videogame gibt es ja schon seit 1996. Die Jahrhundertwende von 1999 zu 2000 haben wir daher live miterlebt und gefilmt. Und das zeigen wir dir jetzt. 3, 2, 1, 0! Yay, Bröschli, hey! Ich dir auch wirklich. Mich nimmt ja noch Wunder, was jetzt all die anderen an dem Abend machen. Mich auch. Millennium. Das Jahr 2000 steht vor der Tür. Was Peoples in dem entscheidenden Moment so machen, das haben wir wollen wissen. Auf Spanien. Ja. Ist die größere Party wieder? Ja, schon. Silvester, ich fliege auf Venezuela. Und was machst du jetzt? Ja, der Sonne, oder? Schön an der Sonne feiern. Ja. In der Nacht scheint nicht die Sonne. Ja, in Venezuela schon, weißt du? Dort ist die Zeitumstellung, weißt du? 24 Uhr. Checks, läuft ein bisschen anders. Okay. Wahrscheinlich gar nicht auf Paris, aber es ist noch nicht so sicher. Das weiß ich noch nicht. Aber nein, noch nicht geplant. Aber sehr wahrscheinlich bleibe ich da. So in Zürich, gehe irgendwo in den Ausgang. Meinst du, hat da noch Platz für dich? Ja, ja, das sowieso. Und was würdest du gerne machen? Ich weiß nicht, ursprünglich kann ich mal auf Sydney wählen. Aber das hat sich jetzt anders gegeben. Jetzt bin ich wahrscheinlich da. Ich gehe nach Rio de Janeiro. Er geht nach Brasilien. So weit weg? Ja, in mein Heimatland, weißt du. Und was machst du dort? Ja, Festen, Feiern. Mit Freunden? Ja, Familie. Ich bleibe in der Schweiz. Leider. Was machst du da? Das Tod langweilen. Ja, genau. Das Tod langweilen tut sie sich hier in der Schweiz. Und wir sind an der Sonne. Am Meer, am Meer. Wir sind schön am Meer. Also wir bleiben wahrscheinlich einfach in Zürich, weil mega viele Leute gehen so für Rom und so. Und ich finde einfach, ja, es hat auch in Zürich genug Sachen, die du in den Ausgang kannst. Zuerst Party, dann Feuerwerk und nachher wieder Party. Einfach bis am Morgen. Ja. Am Silvester? Ja, ich gehe nach London. Ja, und dort was? Ich habe Bruder, Familie dort. Ich gehe und mache eine Ferien, Millennium, viele Getränke. Ja, ja, ist schön. Und Maroni essen, nichts vergessen. Ja. Die letzte Sommerbischofssendung 2021 ist jetzt leider schon wieder vorbei. Die nächste Videogang-Sendung, nämlich Top Edition 284, wird am 10. September auf Teletop und später auch noch auf unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Checkt übrigens nebenbei auch noch unseren Instagram- und TikTok-Kanal aus. Dort posten wir regelmässig noch mehr Content für unsere Zuschauer. Ciao zusammen.